Genau. Ja, herzlich willkommen zu unserem Infoabend, zu den beiden Workshops Yin und Yang in Balance und Finde deinen Seelenpartner. Herzlich willkommen an alle, die die Aufzeichnung anschauen und natürlich an alle, die jetzt live dabei sind. Ja, so viel zur Technik, dann noch kurz zum Ablauf. Also ich werde jetzt zuerst auf den Workshop Yin und Yang in Balance eingehen und ich mache die Präsentation am Stück und danach machen wir eine Fragerunde. Das heißt, wenn sich währenddessen Fragen auftun, dann merkt sie euch und dann könnt ihr danach in der Runde alle Fragen stellen. Wenn die zufriedenstellend beantwortet sind, dann gehe ich über zu der Präsentation von Finde deinen Seelenpartner vom anderen Workshop und da wird es im Anschluss auch wieder eine Fragerunde geben. Gut, ja, dann mit wem habt ihr es hier zu tun? Also mein Name ist Vivian Volz, ich bin Beziehungsmentorin und ich begleite Frauen, hauptsächlich Frauen, zum Teil auch Männer, aber hauptsächlich Frauen, die sich eine erfüllende Partnerschaft auf Augenhöhe wünschen. Das sind sowohl Frauen, die schon mehrere Beziehungen hinter sich haben und die das Thema Partnerschaft auf ein ganz neues Fundament stellen wollen, die sich komplett neu nochmal ausrichten wollen. Und es sind auch Frauen, die in schwierigen Beziehungssituationen stecken und die dann nicht wissen, wie es weitergehen kann. Ja, dann habe ich meinen Coaching-Weg, den habe ich vor circa 10 Jahren eingeschlagen. Ich habe da erst eine Ausbildung, eine NLP-Ausbildung gemacht, mein NLP-Master. Da geht es viel um Mindset und Manifestieren. Also wie kann ich mir mein Leben so erschaffen, wie ich das möchte, so dass es kein Zufallsprodukt ist quasi. Dann bin ich nach dem NLP bin ich zum Theta Healing gekommen. Das habe ich für mich entdeckt und war da sofort begeistert davon und habe da über mehrere Jahre viele Ausbildungen gemacht. Das ist ein ganz tolles Tool, um das innere Kind auch zu heilen. Und ja, man weiß ja, je mehr das innere Kind im Frieden ist, desto leichter können wir auch glückliche Partnerschaften führen. Und dann bin ich während Corona auf Human Design gestoßen und war auch da sofort begeistert davon, habe da dann auch noch eine Ausbildung gemacht. Das ist auch ein tolles Tool, um ja die Authentizität und die Authentizität und das Potenzial so toll zu entfalten, was uns in Beziehungen auch sehr dient, denn je besser ich weiß, wer ich bin, desto besser weiß ich natürlich auch, wer zu mir passt. Genau, ja, ich lebe in München gemeinsam mit meiner Tochter und mit meinem Seelenpartner, der ist vor 5 Jahren in mein Leben gekommen und da hat sich für mich ein großer Traum erfüllt. Also ich habe schon immer mich für dieses Thema Beziehungen sehr begeistert. Ich habe auch schon als ganz junge Frau da Bücher drüber gelesen. Und es war für mich immer ein großer Wunsch, so eine Beziehung zu leben. Das hatte ich nicht immer so, ganz im Gegenteil. Also ich habe so ziemlich alle Höhen und Tiefen in der Liebe erlebt. Und ja, bin jetzt nach meiner langen Reise quasi sehr dankbar, das heute so zu leben. Und das heißt, ich gebe jetzt in meinen 1:1-Begleitungen und auch in meinen Workshops und Seminaren nicht nur meine professionelle Expertise weiter, sondern auch natürlich schöpfe ich aus meiner persönlichen Erfahrung. Ja, okay, dann würde ich sagen, starten wir mit Workshop Nummer 1, Yin und Yang in Balance. Dieses wundervolle Thema Yin und Yang und die Polaritäten und Männlichkeit und Weiblichkeit, das habe ich so vor 3 Jahren für mich entdeckt. Und ich habe vor allem erkannt, was für eine kraftvolle Ressource das ist, um gelingende Partnerschaften zu führen. Und deswegen gebe ich das von Herzen gerne weiter und habe dann auch diesen Workshop entwickelt. Und im ersten Teil vom Workshop geht es erstmal darum, ja, wofür stehen denn Yin und Yang? Was bedeutet es genau? Also wo kommt es her? Und wie können wir das auf uns übertragen, auf unser Leben und auch auf unsere
Beziehungen. Was genau bedeutet denn Weiblichkeit und Männlichkeit? Also wirklich in der Tiefe und auch im Ursprung, weil für viele von uns ist es ein sehr überlagertes Thema und auch sehr geprägt von Stereotypen. Und was die echte Weiblichkeit und die echte Männlichkeit ist, das wissen viele von uns gar nicht mehr. Und da dürfen wir uns automatisch auch beschäftigen mit der weiblichen Urwunde. Also das werden wir im Workshop auch besprechen. Was ist es denn genau? Wie ist die entstanden? Wann ist die entstanden? Und welchen Einfluss hat die auf uns? Ja, wie wir das heute noch ganz konkret spüren in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, eigentlich in allen möglichen Situationen. An der Stelle werden wir sicher auch mal über das Thema Patriarchat sprechen. Und wir werden vor allem darauf eingehen, wie sich das auswirkt auf das sogenannte verletzte Yin und das verletzte Yang. Das heißt, inwieweit unsere Weiblichkeit oder unsere weiblichen Teile verletzt sind oder eben unsere männlichen Teile, so dass wir unsere volle Kraft eben gar nicht leben können. Ja? Und was wiederum hingegen bedeutet, wenn unser Yin und unser Yang integriert sind, also wenn das in uns frei fließt, ja, wenn wir unsere Weiblichkeit und Männlichkeit eben gut leben können, was das wiederum bedeutet und wie sich das eben äußert. Ja. Also ein konkretes Beispiel, eine Frau mit viel verletztem Yin ist auf jeden Fall eine Frau, die sehr in der Opferhaltung ist, ja, die viel leidet, die vielleicht auch Stagnation erlebt, der sehr schwer fällt, in die Umsetzung zu kommen, die ja, sich vielleicht auch unterdrückt fühlt im weitesten Sinne. Ein verletztes Yang zum Beispiel kann sein, bedeutet für Männer, wenn sie sehr stark diesen Leistungsgedanken verhaftet sind, also je mehr ich leiste, desto besser bin ich, die sehr stark in der Kontrolle sind, sehr stark im Machtverhalten. Also das wäre zum Beispiel verletztes Yang. Genau. Und es wird im Workshop so eine Art Check-up geben. Das ist eine spannende Übung, wo man für sich eben mal rausfinden kann, wie ist es denn in mir? Ja, inwieweit lebe ich denn mein Yin und Yang? Und welche Teile sind verletzt? Welche Teile sind gut integriert? Und wie bringe ich es denn für mich in eine schöne Balance? Und welche Anteile dürfen auch geheilt werden? Dazu wird es dann eine intensive Meditation geben, die dann genau das bewirkt. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns dann mit unserem inneren Mann und unserer inneren Frau. Wir haben nämlich nicht nur ein inneres Kind, was viele von uns bestimmt schon mal gehört haben, was viele von euch bestimmt schon mal gehört haben, sondern eben auch den inneren Mann und die innere Frau. Und es ist sehr interessant, mit denen mal in Dialog zu gehen, ja, zu fragen, wie es ihnen geht, was sie brauchen, wie sie auf unterschiedliche Lebensbereiche blicken, wie sie auf Beziehungen blicken. Und es ist eben auch eine Meditation, wo wir quasi unser Unterbewusstsein sprechen lassen, ja, wo wir an Botschaften rankommen, die wir jetzt so kognitiv nicht greifen könnten. Und ja, das ist mega spannend. Also ich habe diese Übung das erste Mal vor vielen Jahren gemacht, in der Überzeugung, dass es meiner inneren Frau, meinem inneren Mann ganz, ganz gut geht. Und ich war dann wirklich sehr erstaunt, nahezu erschüttert, wie schlecht es meinem inneren Mann geht. Ja, und was ich da erfahren habe, mir mitgenommen habe, das war so, so wertvoll, weil ich auch verstanden habe, dass ich den noch viel mehr annehmen darf, dass ich den noch viel mehr stärken darf, sodass dann
in mir der Raum entsteht, so dass ich auch meine innere Frau viel besser entfalten kann, weil sie ja immer miteinander zusammenhängen. Also das war meine persönliche erste Erfahrung damit. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Und auch da bringen wir viel in Balance. Wir werden die Botschaften reflektieren. Es wird immer viel Austausch geben. Also das könnt ihr für euch machen. Dann wiederum in schriftlichen Übungen, die ich an die Hand gebe. Das kann man auch in der Gruppe teilen, wenn man das möchte. Das ist auch zum Teil wirklich sehr interessant, sich da auszutauschen. Und dann wird es auch die werden wir uns auch mit der inneren Ehe beschäftigen. Also da geht es dann darum, dass eben der innere Mann und die innere Frau sich begegnen und sich miteinander verbinden. Das ist eine sehr schöne, sehr positive Übung. Und da wir das im tiefen, tief entspannten Zustand machen, ist es auch so kraftvoll. Ja, nehmen wir uns das quasi mit. Und alles, was in uns ist, ist ja schon da, ja, beziehungsweise es ist alles in uns und alle Bilder und Gefühle, die wir in diesem Zustand erleben können, die sind ja dann auch im realen Leben möglich, ja. Und das sind ganz, ganz wunderbare Bilder und Gefühle, die man sich da mitnehmen kann. Ja, dann wird es noch einen Teil geben, Harmonie in Beziehungen, also das ist dann mehr so ein Part, wo ich referieren werde, mit ganz, ja, letztlich einfachen Informationen, wie sich Männer und Frauen idealerweise beziehungsweise aus der Sicht der Polaritäten begegnen. Ja, also wie funktioniert es, wenn wir eben in unserer Weiblichkeit gut zu Hause sind, beziehungsweise in unserer Männlichkeit, wie gehen wir in die Kommunikation, so dass das Ganze ja miteinander in Synergie geht, wie es ja im Ursprung auch gedacht war, ja, dieses sich gegenseitig eben ergänzen und stärken und dann zum Teil eben auch ganz alltagspraktische Kommunikationstipps. Genau, und dann wird es noch einen allgemeinen Teil geben mit Tipps zum Alltagstransfer. Also wie kannst du dein Yin und Yang im Alltag stärken? Wie kannst du deine weiblichen und männlichen Anteile in Balance halten? Und durch diesen Tag, das ist ja ein Workshop, der in Präsenz stattfindet, ist es so, dass ein sehr großer Energieshift stattfindet. Also dieser Blick auf das Thema Partnerschaft und auch auf uns selbst aus der Perspektive von Yin und Yang, der verändert sich. Also da entstehen ganz neue Perspektiven. Und ich hatte auch schon Paare, die teilgenommen haben und die Rückmeldung gegeben haben, dass es sie wirklich auf eine neue Weise verbunden hat und dass vor allem sehr viel Verständnis füreinander entstanden ist und ein ganz neuer Blick auf die Dinge. Und für Singles ist es auch eine ganz wundervolle Erfahrung, weil es so viel Leichtigkeit bringt, ja, und auch neue Perspektiven. Und gerade wenn du jetzt dich auch für den Seelenpartner-Workshop interessierst, also es ist auf jeden Fall eine tolle Idee, den Yin und Yang vorher zu machen, weil er so einen Raum öffnet, ja, mit diesem neuen Blick. Das ist wie so ein, ja, so ein Acker, der einmal umgepflügt wird, ja, wo die Erde frisch zubereitet wird, wo neue Samen gesät werden können, was dann wiederum super anschlussfähig ist mit dem Seelenpartner-Workshop. Genau. Ja, also das sind jetzt die inhaltlichen Infos und dann hier sind die ganzen Rahmenbedingungen. Also das Ganze findet am 2. März statt von 10 bis 17 Uhr vor Ort im Zentrum für Naturheilkunde. Kostet 170 Euro und für Schüler 160. Genau. Ja,
Das ist es von meiner Seite zu diesem Workshop. Und wenn ihr jetzt Fragen dazu habt, dann dürft ihr mir sie sehr gerne stellen. Am besten, wie gesagt, wenn ihr die Hand hebt, das wird mir dann angezeigt. Okay, also es scheint keine Fragen zu geben. Dann würde ich jetzt direkt weitermachen mit dem Workshop Finde deinen Seelenpartner. Ja, also der Finde deinen Seelenpartner Workshop ist mein absolutes Herzensanliegen. Also der ist quasi über viele Jahre in mir entstanden und vereint quasi meine Expertise und auch meine persönliche Geschichte und Erfahrung. Und es ist ein wirklich wunderschöner Workshop, auf den ich mich jedes Mal extrem freue, weil da so tolle Sachen auch passieren. Und am Anfang vom Workshop werden wir erstmal ja, darüber sprechen, was ist denn ein Seelenpartner, was macht ein Seelenpartner überhaupt aus. Wir werden eine herzöffnende Meditation machen, auch da einfach Raum schaffen für das, was kommen darf. Und wir werden vor allem auch im ersten Teil viele Reflexionsübungen machen. Also, was sind meine Prägungen? Was sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe? Welche Glaubenssätze sind dadurch in mir entstanden? Also sowohl die positiven als auch die limitierenden. Und bei den limitierenden Glaubenssätzen geht es natürlich auch darum zu schauen, stehen die gegebenenfalls mir und meinem Seelenpartner noch im Weg und vor allem auch, wie kann ich die auflösen. Da gebe ich konkrete Übungen zur Hand, die ihr dann auch euch mitnehmen und in der Zukunft zu Hause machen könnt. Das heißt, dieser erste Teil, da geht es vor allem viel darum, wo komme ich denn her und wo stehe ich gerade. Und im zweiten Teil, da geht es dann verstärkt darum, ja, wo will ich denn hin? Also wie will ich es haben? Und denn wenn ich weiß, wie ich es haben möchte und wo ich hin will, kann es natürlich auch viel leichter in mein Leben kommen. Und es wird auch Übungen geben, beziehungsweise Tipps zum Thema Mindset und Feng Shui. Also was kann ich noch tun, um den Seelenpartner anzuziehen? Wie kann ich meinen Magnetismus auslösen? Und was macht mir da überhaupt, also was macht mir denn da Freude? Also das sind quasi Angebote, die man machen kann und die man auch mit Leichtigkeit dann umsetzen darf, und nicht so eine Liste, die ich dann abhake von wegen, ja, viel hilft viel oder ich mache das jetzt alles, weil dann kommt er hoffentlich schneller, sondern es geht wirklich um die Leichtigkeit und das, was Freude macht. Soll sich ja nicht anstrengend anfühlen, weil wir wollen ja keine anstrengenden Beziehungen mehr. Das hatten wir in der Vergangenheit genug. Jetzt darf es wirklich leicht und schön werden. Deswegen darf auch dieses Ausrichten auf den Seelenpartner sich schon leicht und freudvoll anfühlen. Es wird dann eine angeleitete Meditation geben, wo ihr eurem Seelenpartner begegnen könnt. Das ist immer sehr magisch. Und er ist ja bereits da.
Ja, er lebt ja bereits, er ist ja ein bestimmtes Leben eingebunden und man kann Kontakt mit ihm aufnehmen und ganz wertvolle Informationen. Man kann da alle möglichen Fragen stellen. Und da habe ich schon die wundervollsten Sachen erlebt. Werde ich dann auch ein paar Beispiele erzählen im Workshop und ich werde euch auch zeigen, wie ihr mit ihm im Kontakt bleiben könnt. Also so mit der Idee, was auf der energetischen Ebene bereits da ist, ist ja schon präsent und wird sich dann auch irgendwann manifestieren. Genau. Ja, das ist es zum Seelenpartner. Und wenn ihr jetzt dazu Fragen habt, dann dürft ihr gerne die Hand heben und sie stellen. Okay, also da scheint es auch keine Fragen zu geben. Ich warte jetzt mal noch kurz. Ah, ich sehe gerade, es tippt jemand. Ja. Die Anna sehe ich, dass sie tippt. Da kommt da wahrscheinlich eine Frage über den Chat. Nee, doch nicht. Okay. Ja, gut. Dann, wenn es keine Fragen mehr gibt von eurer Seite, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und würde dann den Infoabend jetzt schon beenden. Okay, also gut. Ach, die Anna fragt, werden heute nur verschiedene Workshops präsentiert? Ja, genau. Also es geht um diese beiden Workshops, Yin und Yang in Balance und finde deinen Seelenpartner. Diese beiden gehören jetzt zu diesem Infoabend. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich werde jetzt in 2 Wochen, gibt es ja noch einen Infoabend zu dem Human Design Seminar, was ich ja auch anbiete. Das ist aber ein eigener Infoabend. Das findet ihr im Newsletter und auf der Webseite auf jeden Fall. Und das sind 2 verschiedene Veranstaltungen. Genau. Okay, ja, prima. Ja, sehr gerne. Und dann bedanke ich mich, dass ihr da wart und wünsche euch noch einen sehr schönen Abend.